Pelipper ist ein Pokémon mit den Typen Wasser und Flug, existiert seit der dritten Spielgeneration und ist die letzte Entwicklungsstufe von Wingull. Pelipper ist ein mittelgroßes Pelikan-ähnliches Pokémon, das gelb, hellblau und weiß auftritt. Sein Schnabel ist hierbei gelb gefärbt, der Oberteil des Kopfes, die Enden der Flügel sowie die Füße sind hellblau gefärbt und der übrige Körper somit weiß. Das auffälligste Merkmal ist der überdimensional große Schnabel, der bis zum Hinterleib reicht. Das Pokémon besitzt einen flachen, breiten Kopf und große schwarze Augen, die eine weiße, horizontal liegende und eckige Pupille aufweisen. An den Seiten sind die langen Flügel zu sehen, deren Enden drei dicke Finger ähneln und schließlich hat Pelipper zwei kleine Füße mit je drei Zehen und in der Shiny-Form sind die sonst hellblauen Bereiche hellgrün und der gelbe Schnabel etwas heller gefärbt. Pelipper ist ein Flug-Pokémon, das mit seinen Flügeln enorme Orkane erzeugen oder seine Gegner mit weiteren Flugattacken wie Flügelschlag schwächen kann. Sein Zweityp Wasser ermöglicht es ihm, seinem Feind durch imposante Wasserattacken wie Hydropumpe oder Lake Schaden zuzufügen. Durch TM kann es außerdem die Stahlattacke Stahlflüge erlernen, welches man Pelipper im Anime einsetzen sehen kann. Einige Pelipper besitzen die Fähigkeit Adlerauge, die verhindert, dass die Genauigkeit des Pokémon gesenkt wird. Andere Exemplare können durch die Fähigkeit Nieselregen erzeugen, welcher, wenn er stark ist, sogar die Wasserattacken des Pokémon erheblich verstärken kann. Wenige besitzen die versteckte Fähigkeit Regengenuss. Dieser nutzt den Regen, um jede Runde einen Teil seiner verlorenen Kraftpunkte zurückzugewinnen. Pelipper ist ein Pokémon, welches in selbstgebauten Nestern an steilen Hängen, Klippen und Küsten lebt. Es frisst am liebsten Lusardin und kann mit seinem riesigen Schnabel bis zu 30 auf einmal verspeisen, indem er diesen ins Meer taucht, so Beute abschöpft und in einem Schlag hinunterschluckt. Der Schnabel ist jedoch ebenfalls zu weiteren Zwecken nützlich. Zum Beispiel trägt er darin seine Jungen, um sie vor Feinden zu schützen, Nahrung oder kleine Pokémon und Eier, um sie zu befördern. Dies erbrachte ihm den Namen des fliegenden Transporters. Dabei ist Pelipper der zweite Teil der zweistufigen Entwicklungsreihe und entwickelt sich aus Wingull. Die vogelartige Erscheinung und das weißblaue Federkleid, durch das Pelippers Körper bedeckt wird, stellen die Hauptcharakteristika des Pokémon dar und sind bereits vor der Entwicklung vorhanden. Was sich jedoch verändert, ist der Körperbau. Während Wingulls Gestalt der einer Möwe ähnelt, erinnert Pelipper stark an einen Pelikan. Der kleine, ovalrunde Torso und der Schnabel wachsen mit der Entwicklung enorm und ermöglichen dem Pokémon einen ausgiebigen Beutefang. Und dabei wird die Entwicklung von Wingull zu Pelipper auf Level 25 ausgelöst. Mit seiner Typenkombination ist Wingull immun gegen Bodenangriffe, nimmt halben Schaden gegen Feuer, Wasser, Kampf, Käfer, Stahlangriffe, doppelten Schaden gegen Steinsangriffe, vierfachen Schaden gegen Elektroangriffe und der Rest macht normalen Schaden.